Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Auch das Gigaset GL390 bietet die Funktion einer Kamera. Auf der Rückseite haben wir die Linse. Wir zeigen euch mal in diesem Video, wie die Kamera so funktioniert. Viel Spaß dabei! Ja, dann gucken wir uns doch mal an, wie wir die Kamera verwenden vom Gigaset GL390. Wir haben ja auf der Rückseite schon im Unboxing gesehen, dass wir da hinten so eine Kamera haben. Da oben ist die Linse und wenn wir hier in den Bereich im Menü zum Multimedia wandern, an die Stelle und da die Kamera auswählen, dann können wir auch schon direkt ein Foto machen. Ich mache mal hier ein Foto von meinen Fingern. Sieht man das noch? Jawohl. Und auslösen tue ich auf der 5. Und dann ertönt dieses schöne Geräusch und ich sehe hier mein gemachtes Bild. Kann jetzt sagen, ist nichts geworden und kann es direkt wieder löschen über die Funktionstaste hier und kann dann sagen, ja, bitte löschen. Und starte einen neuen Versuch und mache jetzt noch mal ein Foto. So, wird gespeichert und sage, das ist jetzt gelungen und gehe hier auf Zurück. Damit ist das Bild praktisch abgelegt auf dem Gerät und bin jetzt hier wieder im Kameramodus. Ich gehe hier auch auf Zurück und dann bin ich wieder raus aus der Kamera sozusagen. Als zweiten Menüpunkt haben wir hier unter Multimedia den Bildbetrachter. Das ist praktisch die Galerie, das Fotoalbum oder wie man es sonst nennen möchte. Okay. Und hier sind dann alle Bilder aufgelistet, die bisher entstanden sind mit der Kamera. Ich kann jetzt sagen, Optionen ansehen. Okay, und da sehe ich lustige Bilder und kann praktisch mich einmal durchs ganze Album zappen. Wenn ich wieder ein Bild auswähle, kann ich das auch umbenennen zum Beispiel, damit ich später auch weiß, was es ist, ohne es anzugucken. Dann stehen da nicht mehr diese Zahlen, wie wir sie hier sehen, dieses IMG für Image 000 sowieso, sondern ich kann dem Ganzen dann einen ganz normalen Namen geben, so wie bei meinem Foto eben, benenne ich es halt Finger, dann weiß ich, alles klar, da habe ich meine Finger fotografiert. Ansonsten kann ich das auch als Hintergrundbild anwenden. Das geht hier rüber, benutzen als Hintergrundbilder. Möchte ich jetzt allerdings nicht. Und das war es im Prinzip schon zur Kamera. Einen Schnellzugriff gibt es hier leider nicht. Das wäre noch ganz praktisch, wenn man mal ganz schnell ein Bild machen möchte. Man muss dann erst ins Menü auf den Bereich, wie gesagt, Multimedia, Kamera und kann dann erst über die 5 ein Bild auslösen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, wie ihr die Kamera verwendet. Wenn euch das Video geholfen und gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben für uns und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!